Explodierende Betriebsmittelpreise.
im Kreisvorstand des Bau- und Winterverbandes und vertrete den auch heute hier. Unser Kreisvorsitzender wäre auch gekommen, wenn wir darauf gedrängt hätten, aber der hat so viel in Trier zu tun, für Montag. Wir wollten ihm das heute ersparen. Ich bin nebenbei noch Vorsitzender von Maschinenring Trier-Wittlich. Ich kann mich ein bisschen kürzer fassen, wie ich geplant hatte, weil vieles von dem, was ich sagen wollte, schon gesagt wurde. Es geht mir aber besonders Anliegen, dass wir hier längst nicht mehr nur als Landwirte unterwegs sind. Und das freut auch, dass sich so große Teile der Bevölkerung uns angeschlossen haben und dass sie unterstützen. Das liegt natürlich daran, dass auch viele anderen ein bisschen die Nase voll haben von dem, was unsere Politik so treibt. Wenn man die letzten... Wenn man die letzten Blüten der Regierung so sich mal durch den Kopf gehen lässt, dann wird uns mittlerweile nur noch vorgeschrieben, was wir essen sollen, womit wir fahren sollen, womit wir heizen sollen. Ich habe nichts gegen diese Klimaschutzmaßnahmen, aber sie sollen etwas besser überlegt werden. Es macht keinen Sinn, dass wir alle mit Strom heizen und fahren und auf der anderen Seite die Kraftwerke abschalten, bevor wir adäquaten Ersatz in anderen Bereichen haben.